Hey, hey, what's up und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem MediaBox Tutorials Kanal. Mein Name ist Mohamed und hier auf dem Kanal findest du die besten Tutorials für Foto- und Videobearbeitung. Deswegen solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviere auch gleichzeitig die Benachrichtigungsglocke. Ja, heute ist Dienstag und wie schon letztes Mal angekündigt, dienstags kommen halt Premiere Pro Tutorials. Wir hatten angefangen mit Teil 1, da habe ich quasi das Interface gezeigt, quasi das Layout, verschiedene Bearbeitungs- oder beziehungsweise Arbeitsbereiche. Und heute geht es wirklich ums Importieren und leichte Cuts einbauen. Ja, dann jumpen wir sofort in Premiere Pro rein und fangen an. So, wie gesagt, hier ist Premiere Pro offen und ich werde jetzt anfangen, erstmal mein Footage, also meine Videos zu importieren. Nicht nur Videos, du kannst auch gleichzeitig Musik als Soundeffekte oder Hintergrundmusik und auch Bilder hinzufügen. Dazu machst du entweder in dem Projektfenster, wenn du das hier nicht siehst, ich zeige dir das mal, wie das aussehen würde. Ich habe jetzt das Fenster geschlossen und wenn ich jetzt dieses Fenster wieder suche, gehst du hier hoch, Fenster, Projekte und dann klickst du einmal hier auf dein Projekt. Und schon öffnet sich automatisch hier dein Schnittfenster. Dass du das hier verschieben kannst, das weißt du ja bereits. Und wie du die Arbeitsbereiche erweiterst, verkleinerst, die einzelnen Bereiche, das habe ich dir auch letztes Mal gezeigt. Falls du das Video nicht gesehen hast, dann würde ich dir empfehlen, schau dir erstmal Teil 1 an. So, wie gesagt, ich würde jetzt quasi importieren wollen. Dazu kann ich, also es gibt drei verschiedene Schritte, wenn ich mich erinnere. Es könnte auch vier sein. Du kannst erstmal einen Doppelklick machen und kannst jetzt hier dein Footage, also deine Videos, deine Musikdateien hinzufügen. Du kannst einen Rechtsklick machen und dann kannst du halt importieren. Und dann kannst du auch hier deine Dateien auswählen. Oder du gehst hier auf Datei, importieren und kannst deine Dateien importieren. Das waren schon drei. Und zuletzt kannst du, das ist die einfachste Version, du bereitest erstmal alles vorher vor. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Unterordner erstellt. Musik, Bilder und Video. Und wenn wir unsere Ordner dann fertig gemacht haben, können wir die drei markieren und per Drag and Drop einfach hier reinziehen. Und dann habe ich halt hier meine drei Ordner. Wenn dir diese Ansicht nicht gefällt, dann kannst du quasi diese Listenansicht aktivieren. Ja, dann kannst du hier quasi über dieses kleine Häkchen kannst du dann auf- und zuklappen. Ich finde, das ist viel besser als dieses hier, diese Ansicht. Das ist übrigens die Symbolansicht. Ja, die ist auch gut, aber ich würde empfehlen, in dieser Ansicht zu arbeiten. Da ist einfach die Übersicht viel besser und klarer. Ich würde quasi erstmal eine Sequenz erstellen. Dazu kann ich hier auf dieses kleine Icon drücken, dann Sequenz und kann hier über DN XHD unter 25 Bildern kann ich jetzt hier meine Sequenz eingeben und das Ganze mit OK bestätigen. Jetzt importieren wir einfach mal mehrere, indem wir hier einfach markieren und per Drag und Drop rüberziehen. Jetzt merkst du, das sind verschiedene Videos. So, dann fällt schon der hier auf und nochmal hier ein Video. So. Das sind unsere Videospuren. Das habe ich auch letztes Mal gezeigt. Das sind Videospuren und das sind halt Audiospuren. Jetzt habe ich mehrere Ebenen. Und jetzt möchte ich aber eine Musik hinzufügen. Dann gehe ich hier auf Musik und sage per Drag und Drop Loop hier rein. So, jetzt ist mir das aber ein bisschen zu klein. Dann drücke ich auf Alt und scrolle. Und du musst schon wirklich mit dem Mauszeiger in dieser Spur dann sein. Das heißt, Alt drücken und reinzoomen. Hier kannst du nochmal reinzoomen. Und jetzt hast du eine bessere Sicht. So, jetzt möchten wir schneiden. Das ist ganz einfach. Dazu klickst du hier auf die Rasierklinge. Und kannst jetzt beispielsweise, hier möchte ich, dass das Video anfängt. Machst du einen Cut. Einfach mit der Maustaste drüber drücken, weiter nach vorne. Okay, hier möchte ich, dass es stoppt, mache ich noch einen Cut. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte aber sowohl das Video als auch die Spur in der gleichen
ja, an dem gleichen Zeitpunkt schneiden. Dann drückst du auf Umschalt, dann merkst du schon sofort, hältst du es aber gedrückt, merkst du sofort, hier kannst du mehrere Cuts machen. Jetzt gibt es aber auch eine andere Möglichkeit, Videos in die Timeline zu ziehen. Ich lösche das hier alles. Wir haben hier unsere, ja, unser Quelle-Monitor. Und dann, wenn ich jetzt beispielsweise Morning Fork hier auf meine Videoebene einen Doppelklick mache, öffnet sich das hier in der Quelle quasi, im Quellmonitor. Und hier kann ich mir das erstmal anschauen. Das heißt, wenn ich ein Video, mehrere Videos aufgenommen habe, dann schaue ich mir das erstmal an und sage, ey, hier, das ist sehr cool. Drücke auf die I-Taste. I. Und dann sage, ja, weiter. Hier, stopp. Drücke ich auf die O-Taste. Jetzt kann ich per Drag, also wie per Drag und Drop, du merkst es auch sofort, hier der Mauszeiger ändert sich, hier in deine Videospur, ja, in die Sequenz quasi importieren bzw. rüberziehen. Das gleiche machst du auch hier. Du drückst auf Short und hier siehst du die Wellenform und sagst, okay, ab hier drücke ich auf die E-Taste und ich möchte, dass es hier endet. Die O-Taste und dann hier der kleine Zeiger. Das ist halt für die Audio. Nur die Audiodateien werden halt rübergezogen. Also nochmal zum Verständnis. Alles, was du im Quellmonitor siehst, in der Quelle quasi, ist das, was hier in der Datei ist, also in der Videospur roh. Und alles, was du im Programmfenster siehst, siehst du quasi den Schnitt, den Aufbau von dem, ja, von der Sequenz. Ja, das war es auch schon erstmal für Teil 2. Du solltest unbedingt diesen Kanal hier abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und schau dir auf jeden Fall diese Tutorials-Reihe an, wie du quasi Premiere Pro beherrschen kannst. Dann bedanke ich mich, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß beim Ausprobieren. Mein Name ist Moment vom MediaBox Tutorials Kanal und schalte wieder ein, wenn es heißt MediaBox Tutorials.